Tja, zu später Stunde melde ich mich doch nochmal diese Woche, aber die Anfragen haben zugenommen, wie denn das mit dieser Kamera im iPhone 12 ist. Ich habe ganz viel dazu gelesen, ganz, ganz viele Tweets, ganz, ganz viele Missverständnisse. Da dachte ich, ich trage jetzt auch noch meinen Teil dazu bei, um alles noch ein bisschen komplizierter zu machen. Ist nämlich wirklich nicht ganz so einfach, wie ich anfangs dachte mit diesen Kameras. Wollen wir uns das gemeinsam mal anschauen? Ich habe eine kleine Diashow vorbereitet. Ja, ich musste mir helfen mit Spickzetteln und ganz, ganz vielen Screenshots von der Apple Keynote. Fangen wir mit der Kamera des iPhone 12 und des iPhone 12 Mini an. Die sind nämlich identisch. Um die Kamera zu verstehen, müssen wir aber erst einen Blick zurückwerfen aufs Vorjahr. Hier haben wir die Kamera des iPhone 11. Oben haben wir die Weitwinkelkamera. Unten haben wir die Ultraweitwinkelkamera. Da haben wir schon das erste Missverständnis. Ganz, ganz viele sind sich nicht sicher, welches jetzt Ultraweitwinkel und welches Weitwinkel ist. Die normale Kamera ist die Weitwinkelkamera. Und die noch weiter weg ist, ist die Ultraweitwinkelkamera. Das hat schon zum einen oder anderen Missverständnis geführt. Also einfach, Weitwinkel ist normal und Ultraweitwinkel ist wirklich das, was Leute, die nicht den ganzen Tag fotografieren, unter Weitwinkel verstehen. Schauen wir uns die Kameras dann nochmal schnell an. Oben eine Brennweite von 26 mm, das ist nicht so wahnsinnig wichtig für Leute, die sich nicht brennend für Kameras und Objektive interessieren. Unten 13 mm. Jetzt schauen wir, was dieses Jahr hinzugekommen ist. Und da sehen wir sofort, ich brauche schon mal den Stift, um da vorzuzeigen. Neu ist oben das Ultraweitwinkelobjektiv, also das, was viel weiter weg ist. Apple hat die Kameras getauscht. Oben jetzt Ultraweitwinkel, unten Weitwinkel respektive normal. Und was wir sehen, das Ultraweitwinkelobjektiv, 2,4er Blende, 5 Elemente Linse, 13 mm, 120. Wenn wir zurückgehen, muss ich wieder schauen, hier unten genau. Ja, identisch. Das kann man übrigens zu allen neuen iPhones sagen, allen 12er, die Ultraweitwinkel, Linse und Sensor sind höchstvermutlich identisch zu der des 11er iPhones oder der 11er iPhones. Ganz sicher kann man sich nie sein, aber anhand der Präsentation sieht es sehr verdächtig danach aus. So. Dann wird spannend. Jetzt kommt das Weitwinkelobjektiv, was eben das normale, das Standardobjektiv ist. Hier hat Apple ziemlich viel daran verändert. Sie haben es nicht nur von oben nach unten versetzt. Ist weiterhin 12 Megapixel, das ist unverändert. Die Blende haben sie verändert. Wir gehen nochmal schnell zurück. Jetzt haben wir 1.6. Letztes Jahr hatten wir noch 1.8. Wer sich nicht mit Blenden auskennt, je tiefer der Wert, desto weiter öffnet sich das Objektiv, blöd gesagt, und desto mehr Licht kommt rein. Was ihr hier vorne seht, oder eben nicht seht, was mich jetzt gerade filmt, ist ein sehr, sehr lichtstarkes Objektiv. Das ist ein 24 mm 1.4. Aber das hat eine variable Blende, die habe ich jetzt auf 2.5 eingestellt, dass man mindestens halbwegs sieht, wo ich da mit dem Stift rumfuchtle. Also insgesamt ein Objektiv, was theoretisch ziemlich ähnlich ist zu dem, was in den iPhones das normale Objektiv ist. Ist auch das Objektiv, was ich normalerweise für meine Videos verwende, da es einfach eine sehr, sehr praktische Brennweite ist und man sie für fast alles nutzen kann. Also, wie gesagt, bessere Blende, sprich mehr Licht, 7 Elemente Linse, vorher waren es noch, wir müssen wieder zurück, 6 Elemente. Da kann man sich jetzt auch nicht wahnsinnig viel drunter vorstellen. Was sind Elemente in einem Objektiv? Naja, das sind diese Glasteilchen. Objektive bestehen aus mehreren hintereinander liegenden Glasteilen, Linsen, wie man es auch immer nennen will, muss immer höllisch aufpassen, weil da schauen auch Profifotografen zu und die legen dann Wert, dass man alles korrekt sagt. Ich vereinfache natürlich teils brutal. Also eben das sind diese Glasdingerchens da. Blöd gesagt, je mehr, desto besser.
Obwohl, wenn man dann zu viele hat, wird es auch nicht immer besser. Brennweite ist bei 26 mm geblieben. Gehen wir dann nochmal schnell zurück. Genau, hier oben auch 26 mm und 100% Fokuspixel ist auch wieder dabei. Das heißt, dass man überall auf dem Bild scharf stellen kann. Wer sich nicht mit Fotografie auskennt, findet, das ist selbstverständlich. Ist es nicht, ist ziemlich schwierig, mit Fokuspixel, also Fokussensoren, an Ränder zu bringen. Ja. Da eben nochmal die Elemente. Und dann wären wir schon durch mit den Kameras des iPhones 12 und 12 Mini. Wie gesagt, die sind identisch. Jetzt geht's weiter mit unserem kleinen Volkshochschulkurs zu iPhone-Kameras. Entschuldigung, wenn es ein bisschen kompliziert wird, ist auch schon ein bisschen spät, aber naja. Jetzt kommen wir zum fortgeschrittenen Kurs. Jetzt geht es um die Kameras der Pro-iPhones. Auch hier machen wir zuerst wieder einen Schritt zurück und schauen uns an, was das iPhone 11 Pro hatte. Damals war es noch ein bisschen einfacher. Damals waren das große Max und das kleine Pro identisch bei den Kameras. Oben das normale, unten das Tele, hinten das Ultraweitwinkel. Dieses Jahr wird es ein bisschen komplizierter, da das 12 Pro nicht dieselbe Kamera hat wie das 12 Pro Max. Das 12 Pro Max hat nochmal eine andere Kamera. Schauen wir uns zuerst mal die einfachen Sachen an. Ultraweitwinkel ist sowohl beim Pro wie beim Pro Max rechts und unverändert ist das plus minus selbe Objektiv, selbe Kamera wie beim 11er Pro, beim 11 und beim 12 und 12 Mini. Ultraweitwinkel ist das einfachste Objektiv in unserem kleinen Kurs. Jetzt kommt das normale Objektiv, das Weitwinkelobjektiv. Das ist dasselbe wie beim 12 und 12 Mini. Auch die neue 1,6er Blende, 7 Elemente, 26 mm. 26 mm Brennweite, genau. Jetzt muss ich aber gerade was nachschauen. Seht ihr, man lernt nie aus. Es ist so kompliziert, dieser ganze Spaß. Hier schreibt Apple noch, dass es optisch stabilisiert ist. Jetzt bin ich gar nicht sicher, ob es das beim 12er auch ist. Haben Sie das da auch geschrieben? Ja, ja, optisch stabilisiert. Geht nichts über gute Screenshots. So, wo waren wir? Genau, wie gesagt, dasselbe Kamera-Objektiv-Konstrukt wie beim normalen 12er. Dann, was spannend ist, ist das Telefoto, das Tele, das Zoom, hat eine Zweierblende, 6 Elemente, 52 mm. Und hat zum Vierfach, kommen wir dann gleich noch, optisch stabilisiert, Fokuspixel. Gehen wir nochmal zurück zum Vorjahresmodell und siehe da, ich würde sagen plus, minus, wie immer iFixit und alle, die es auseinanderbauen, nicht ins Wort fallen, aber ich kann mir vorstellen, dass das wiederum dieselbe ist. So, genau, also das Tele beim 12 Pro ist identisch mit dem Tele des 11 Pro und 11 Pro Max. So, jetzt haben wir es. Naja, und was wir noch nicht gesehen haben, ist der LiDAR-Sensor. Der ist da unten, dass dieser Pünktchenwolke-Mach-Sensor, der schießt Licht raus, fängt es wieder auf und rechnet anhand von dem aus, wie der Raum aussieht. Beim iPad Pro haben sie das nur für, naja, AR-Spielereien genutzt. Jetzt wird es langsam spannend. Sie nutzen es auch für Fotos. Der Autofokus, gerade bei wenig Licht, ist es sehr, sehr schwierig, Fotos scharf zu stellen. Da hilft dieser LiDAR-Scanner angeblich. Ausprobiert habe ich ja noch nichts davon. Also in der Theorie klingt das plausibel, würde ich sagen. Und wo er auch hilft, ist bei Portrait-Fotos. Wenn man Vordergrund scharf hat und Hintergrund unscharf, weil der LiDAR-Sensor ja Tiefeninformationen sammelt, sieht der natürlich
ja, was ist Vordergrund, was ist Hintergrund, das hilft auch wiederum in der Theorie natürlich sehr. Ja, und jetzt wird es eben noch komplizierter, weil jetzt kommt die Kamera des iPhone 12 Pro Max dazu. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mich schon vertan habe. Bei meinem Unboxing damals zu den Apple Watches habe ich die Nummern vertauscht und sowas. Zum Glück gibt es ja die Kommentare. Falls ihr etwas entdeckt, was nicht stimmt, immer gerne in die Kommentare schreiben. Man kann wirklich nicht alles wissen, zumal das da wirklich kompliziert ist. Was ist beim 12 Pro Max anders? Ja, da schau her. Hier ist das Tele oben. Wir gehen nochmal zurück. Wo haben wir es? Beim 12 Pro ohne Max ist das Weitwinkel oben. Ja. Apple macht es uns dieses Jahr nicht einfach. Beim 12 Pro Max wie beim 12 und 12 Mini wurden die Objektive und Kameras neu angeordnet. Sieht also ganz ein bisschen so aus, als wäre das 12er ohne Max ziemlich nah am 11 Pro und das 12 Pro Max doch in einer neuen Liga. Also schauen wir uns an, das Telefoto oder das Teleobjektiv. Ist immer etwas schwierig, wenn man die Screenshots auf Englisch macht. Da haben wir auch eine andere Blende, da haben wir eine 2.2er Blende. Das andere hat eine 2.0er Blende. Da geht also ein bisschen weniger Licht auf den Sensor. 6 Elemente wie bisher. Und jetzt wird spannend, eine andere Brennweite, 65 mm. Das ist ein bisschen mehr Zoom, also es ist ein bisschen näher rangeholt, die Sachen, um es banal zu sagen. Apple sagt dann auch, es ist 2,5-fach statt 2-fach Zoom. Ansonsten auch optisch stabilisiert, Fokuspixel und so weiter. Das Spannendere der neuen Objektive, obwohl das Tele ja schon spannend ist, ist das Weitwinkel. Das ist rundum neu. Da haben wir zum einen auch die 1,6er Blende wie bei den anderen Weitwinkelobjektiven. Auch die 26 mm Brennweite ist identisch geblieben, aber jetzt wird spannend, ein neues 7-Elemente-Linse haben wir auch schon gesehen. Da haben wir es, New 1,7-Pixel-Sensor. Da ist ein neuer Sensor drin. Der ist größer, hat aber weiterhin 12 Megapixel. Wo haben wir es? Genau, da ist der neue Sensor. Das sagt uns natürlich nicht viel, das Foto, aber hier ist spannend. Der ist 47% größer. Dazu muss man vielleicht ganz kurz erklären, viele beklagen sich, ja, warum hat das iPhone denn immer noch nur 12 Megapixel? Samsung hat 108. Megapixel sind Schnurzpieps, egal, ehrlich gesagt. 12 reicht völlig. Viel spannender ist es, wie groß der Sensor ist und wie die Pixel darauf angeordnet sind. Blöd gesagt kann man sagen, je größer der Sensor ist und desto tiefer die Pixelzahl, desto schöner werden die Fotos. Fotografen drehen sich jetzt schon wieder in ihrem Stuhl um und beklagen sich, aber so ein bisschen vereinfacht gesagt kann man das durchaus so sagen. Hat ganz, ganz viele Vorteile, wenn wenig Pixel auf einem großen Sensor verteilt sind. Einerseits rauscht das Bild weniger, das habt ihr sicher auch schon gesehen. Sieht man bei Handyfotos ein bisschen weniger, weil die sehr gute Rauschunterdrücksoftware drin haben. Aber hat auch noch andere Effekte. Farben sind schöner. Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr schlaue Entscheidung von Apple, da nicht dieses dumme Megapixel-Rennen mitzumachen, sondern den Sensor zu vergrößern und die Megapixel auf 12 zu belassen. 12 Megapixel reichen auch völlig, um sehr gut in 4K filmen zu können. Zeigt auch die Sony A7 III, die ich hier oben mal besprochen habe. Die hat auch nur 12 Megapixel und kostet irgendwo 4.500 Euro. Also man darf sich da wirklich nicht in die Irre führen lassen. 12 Megapixel reicht völlig. Dieser Sensor ist wirklich sehr, sehr spannend. Auf den bin ich sehr gespannt. Das 12 Pro Max kommt ja ein bisschen später. Darum können wir das erst, im November ausprobieren. Aber das ist noch nicht alles. Der Sensor ist nicht nur neu und größer. Ja, genau, da sehen wir es nochmal.
fängt natürlich dadurch auch mehr Licht ein. Darum weniger Rauschen, schönere Farben. Bei Fotografieren geht es immer darum, wie viel Licht kann etwas einfangen. Und da helfen größere Sensoren. Aber der Sensor hat noch einen anderen Trick. Ja, genau, da seht ihr es. Der Sensor wackelt. Der Sensor ist stabilisiert. Das kennt man auch aus größeren Fotokameras oder Videokameras wie der hier. Da ist auch der Sensor, der bewegt sich, je nachdem wie man die Kamera bewegt. Und so hat man ein stabileres Bild und weniger Verwackler. Praktisch bei Video, bei Fotos, bei wenig Licht. Ja, und das hat Apple jetzt hier auch eingebaut. Da bin ich unglaublich gespannt darauf, wie das im Alltag aussieht, ob man es merkt, wie gut es funktioniert. Dann noch etwas anderes, was nur die Pro-Kameras haben, das ist Apple Pro RAW. RAW ist ein Fotoformat, was Profifotografen sehr gerne mögen, weil man danach nachträglich sehr, sehr viel verändern und verschieben kann. Apple hat jetzt ein eigenes davon gemacht, soll aber, habe ich mir sagen lassen, respektive habe ich nachgelesen, auch mit Lightroom und anderen Sachen, also anderen Fotobearbeitungsprogrammen funktionieren. Da bin ich sehr gespannt drauf. Übrigens, das RAW gibt es nur für die Pro-iPhones. Obwohl es eine reine Softwarefunktion ist, verantwortlich dafür ist die Kombination des A14-Chips mit CPU, GPU und vor allem dem ISP, dem Image Signal Processor, dem Teil, was für die Fotos maßgeblich verantwortlich ist. Und damit sind wir schon fast durch mit den 3 verschiedenen Kameras in den 4 neuen iPhones. Nochmal schnell zum Zusammenfassen. Ich habe mir hier, wo haben wir es? Auf der Apple-Webseite den Vergleichsmodus noch geschnappt. Der ist unglaublich praktisch, gerade für Tester, wenn man nicht ganz sicher ist, was jetzt wo drin ist. Links haben wir das iPhone 12 Pro Max, in der Mitte das iPhone 12 Pro und rechts das iPhone 12, könnte aber auch das iPhone Mini sein, da die ja identisch sind. So, jetzt runter zur Kamera, da haben wir es. Wie gesagt, spannend wird es das erste Mal hier. Hier haben wir die 2 Kameras des Mini und des normalen iPhones. Da die, zack, zack, die E3 des Pro und des Pro Max. Hier sieht man es nochmal. Das Tele des Pro ist ein bisschen lichtstärker als das des Pro Max, weil das Pro Max dafür ein bisschen mehr Zoom hat. Je mehr Zoom ein Objektiv hat, desto schwieriger wird es, viel Licht reinzukriegen. Dann, alle 3 haben den Nachtmodus. Da muss ich auch nochmal schnell nachhaken, da hat es auch Missverständnisse gegeben. Beim iPhone 11 hatte nur das Weitwinkel, das normale Objektiv, den Nachtmodus. Weder das Ultraweitwinkel noch das Tele. Dieses Jahr hat das Ultraweitwinkel auch den Nachtmodus. Apple hat dann bei der Präsentation des iPhone 12 gesagt, alle Kameras haben den Nachtmodus. Das stimmt aber nur für das iPhone 12 und iPhone 12 Mini. Wir müssen da nochmal zurück. Wo haben wir es hier? Genau, bei den Pro haben auch nur das Ultraweitwinkel und das Weitwinkel den Nachtmodus. Die Tele haben ihn nicht. Aber, und um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, Apple trickst da extrem elegant. Wenn es zu wenig Licht hat für das Tele, also wenn man auf zweifach drückt beim iPhone 11 Pro und das iPhone stellt fest, es hat zu wenig Licht, dann nimmt es automatisch das Einfache, also das normale Objektiv und zoomt digital ein bisschen rein. Da kann man lustige Experimente machen, wenn es ein bisschen dunkel ist. Deckt mal mit den Fingern die Kameras ab und schaut, wenn ihr zweimal drückt, ob die Kamera jetzt verdeckt ist oder nicht. Da seht ihr, wenn das iPhone die Kameras wechselt, obwohl es eigentlich auf zweifach eingestellt ist. Lohnt sich damit ein bisschen zu experimentieren, wenn man sich dafür interessiert. War übrigens letztes Jahr auch ein Grund, warum ich eigentlich das iPhone 11 häufiger empfohlen habe, weil das Zweifach-Zoom bei wenig Licht selten zum Einsatz kam, sondern das iPhone dann sowieso immer das
normale Objektiv, die normale Kamera gewählt hat. Aber das wäre ein Thema für ein eigenes Video. Das ist auch nochmal sehr, sehr komplex. Also wo waren wir? Genau, beim Nachtmodus, den haben alle. Die Fusion, dieser Bildbearbeitungs- oder Bildoptimierungsmodus, den sie einfach haben, Bildalgorithmus, der ist jetzt überall drin. Da, wie gesagt, Pro, Raw, haben nur die Pros. Beim 12er und 12 Mini sucht man den vergebens. Kommt übrigens auch nicht runter auf die iPhones 11 Pro. Das hat nur das 12 Pro und das 12 Pro Max. Auch wenn es ein Software-Feature ist, aber man weiß nicht genau, wie viel der A14-Prozessor damit zu tun hat. Dann, was haben wir noch? Optische Bildstabilisierung. Yep. Duale optische Bildstabilisierung beim Pro, das heißt einfach das Tele und das Weitwinkelobjektiv haben optische Bildstabilisierung. Komplizierter wird es beim Max. Da haben wir nur optische Bildstabilisierung beim Tele und Sensorverschiebungsstabilisierung beim Weitwinkel, beim Normal. Dann haben wir hier nochmal die verschiedenen Zoom-Modi. Eben das Max kann 2,5 mal, das Pro kann 2 mal. Und was ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat, Apple spricht dann immer, hier haben wir es, wo haben wir es? Fünffacher optischer Zoom-Bereich beim Max, vierfacher optischer Zoom-Bereich beim normalen Pro. Das ist zwar so korrekt, aber hat ein paar Leute in die Irre geführt. Das hat Apple folgendermaßen berechnet. Sie schauen, wie weit kann das Ultraweitwinkel weg und wie nah kann das Tele ran, und dann berechnen sie die Distanz zwischen diesen zweien. Und nicht, wie viel vom Weitwinkel bis zum Tele. Da wäre es natürlich deutlich weniger, da wäre es eben nur 2 respektive 2,5 mal. Da haben Huawei und Samsung deutlich höhere Werte. Nicht, dass das im Alltag wahnsinnig viel bringt unter uns. Ja, Blitz haben sie alle, Nachtmodus. Stimmt, den Nachtmodus im Portrait-Modus gibt es nur für die Pro-iPhones. Die kleineren haben den nicht. Ansonsten identisch. Dann kommen wir noch ganz schnell. Da haben wir noch gar keine Zeit dafür gehabt, die Videofunktionen. 24. Genau. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass das iPhone bei 4K 60 Frames pro Sekunde verblieben ist. Ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es ja dieses Jahr, gerade mit diesem unglaublich schnellen Prozessor, 4K auch in, naja, Zeitlupentempo, also 120 Frames oder vielleicht sogar 240, aber haben sie nicht gemacht. Aber da über Frame pro Sekunde zu sprechen, ist müßig. Was haben wir noch? Stimmt, was noch wichtig ist, das Dolby Vision Ding, das habe ich anfangs nicht verstanden. Das haben alle, das haben nicht nur die Pro, das haben auch das 12 und das 12 Mini. Dieses HDR-Filmen, Samsung und Co. haben das schon länger, da heißt es aber HDR Plus. Aber sieht sicher sehr, sehr schön aus, da bin ich drauf gespannt. Gerade bei Videos sind die iPhones ja großartig. Weiter der Dynamikbereich, bla 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 bla. Ja, und hier bei der Stabilisierung wird eben der Sensor, der sich verschieben kann beim 12 Pro Max, sehr, sehr spannend. Wer gerne filmt, sollte sich das im Hinterkopf behalten. Ansonsten alle identisch, identisch, identisch. Ah ja, die Frontkamera gäbe es auch noch, aber ich würde sagen, die sparen wir uns. Wir sind sicher schon, wie lange sind wir schon dran? Du meine Güte, eine halbe Stunde. Aber zeigt, wie komplex das Ganze ist. Also, ich würde sagen, es reicht für heute. Jemand muss das Ganze jetzt noch schnell zusammenschneiden, weil ich habe es doch mit 2 Kameras gefilmt. Und man sollte es ja doch irgendwie morgen sehen können. Also, ich danke für die Aufmerksamkeit, falls dieses hochkomplexe Video zu den verschiedenen Kameras der neuen iPhones gefallen hat. Gerne Daumen nach oben, falls nicht, Daumen nach unten. Falls ihr Fragen habt oder falls ihr etwas besser wisst, kommt immer wieder vor. Ich bin immer unglaublich froh, wenn ich korrigiert werde. Gerne unten in den Kommentaren reinschreiben.
Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald.